Hey, hey, meine positiven Freunde, mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zu meinem ersten eigenen Minecraft-Projekt auf diesem Kanal, namens Minecraft Überlebensinstinkt. Es ist ein Projekt, was ich mir gestern Abend überlegt habe, das war gestern Abend im Bett, denn ich habe mich dann erinnert, wie ich bei meinem letzten Let's Play-Kanal Minecraft gemacht habe und es kam so gut an und da ich persönlich sehr, sehr gerne Minecraft spiele, habe ich mich entschieden, Minecraft wieder auf dem Kanal zu machen. Allerdings ist es ein besonderes Projekt und zwar habe ich mich auch entschieden, dass ich gleich den ersten Namen, der mir wirklich sofort in den Kopf kommt, auch wirklich nehme. Und das war halt Minecraft Überlebensinstinkt. Und zwar, ich gehe mal kurz ins Hauptmenü und da seht ihr schon, Minecraft Überlebensinstinkt findet im Hardcore-Modus statt. Das heißt also, wenn ich einmal sterbe, dann ist das Projekt beendet. Und ich will es mir ein bisschen härter machen, weil ich bin mir sicher, dass wenn ich mich ein bisschen mehr Druck zeuge, dass ich extrem schnell lerne. Das war auch immer damals in der Schule so. Sagen wir zum Beispiel, wir schreiben morgen einen Vokabeltest. Ich habe die ganze Woche nicht gelernt, obwohl schon eine Woche davor angekündigt wurde, dass wir einen Vokabeltest schreiben. Am letzten Tag hatte ich diesen Druck, dass ich wirklich alles gelernt habe. Und dieser Druck besteht hier auch. Und ich bin mir sicher, nach diesem Projekt bin ich schon ein halber Minecraft-Experte. Weil ich bin nicht schlecht in Minecraft. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin ganz okay. Allerdings bin ich mir sicher, dass es Leute gibt, die wesentlich mehr Ahnung haben. Zum Beispiel ihr in diesem Projekt. Und deswegen werde ich auch auf eure Hilfe angewiesen sein. Dass ihr mich unterstützt. Dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was ich falsch mache und so weiter und so fort. Den Anfang habe ich euch gespart. Erspart, meine ich. Weil, ich bin ganz ehrlich, Leute, der Anfang ist so langweilig in Minecraft und immer wieder euch zu zeigen, was man hier machen kann, wie ich meine Hütte baue und so weiter und so fort. Es ist einfach langweilig und ich find's nicht gerade unterhaltsam. Deswegen, ich habe mir eine Hütte erstellt und diese Hütte sieht ziemlich scheiße aus, aber ich musste sie mir erstellen, weil ich an dem Abend ziemlich unter Stress stand, weil die Zombies schon gekommen sind und ich leider noch ein paar Schweine finden musste und ein paar Schafe zum Bett erstellen. Und so weiter und so fort. Das Gute, was es hier gibt, und zwar habe ich schon eine Höhle hier gefunden. Einmal hier und ich glaube, genau, da hinten habe ich noch eine Höhle gefunden. Und dann hoffen wir einfach mal auf ein gutes Abenteuer. Ein paar Fackeln habe ich übrigens auch schon gesetzt. Ich war schon kurz dort, habe noch ein bisschen Kohle gesucht. Die Kohle habe ich jetzt allerdings verschwendet für das Essen. Weil ich bin ganz ehrlich, immer wenn ich Minecraft spiele, dann habe ich Essprobleme. Das ist wirklich immer der Fall bis jetzt gewesen. Ich bin glücklich, dass ich ein paar Schweine gefunden habe. Ich glaube, 3 Schweine und davon habe ich 7 Schweinefleisch gefunden. Hat sich ziemlich gelohnt, sie zu ermorden. Allerdings würde ich sie lieber züchten. Und das Problem ist einfach, dass ich auch sehr, sehr schwer, also es ist wirklich schwer, die zu züchten, finde ich, weil man muss sie ja auch anlocken. Und dazu habe ich mir die Weizenkörner gefunden. Ich denke, wenn ich die Weizenkörner anpflanze, ich weiß nicht, ob ich genau damit Kühe anlocken kann. Oder Schweine. Ich glaube, für Schweine brauche ich irgendwas anderes oder genau dasselbe. Ich bin mir nicht genau sicher, wie ich Schweine anlocken kann. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. So, dann habe ich mir ein paar Regeln aufgestellt. Und zwar erstmal, was ich erstmal machen werde. Verdammt, ich habe keine Kohle mehr. Habe ich hier bitte Kohle? Sag mir bitte. Ja, ich habe noch 10 Kohle. Gut, endlich, super. Oh Gott, das Erste, was ich machen werde, ich werde mir ein bisschen Holz sammeln müssen. Ich werde versuchen, nicht zu rennen, weil ich sowieso ein paar Sachen erzählen will und nicht so schnell wieder Hunger bekommen will. Oh, alles klar, Biggie, was geht bei dir? Du musst sterben. Ach, guck mal, wie es schon zu mir angerannt kommt, so nach dem Motto, Danny, bitte töte mich. was ich sagen wollte, ich habe mir ein paar Regeln aufgestellt. Und zwar, die ersten Regeln sind einfach, dass, und zwar muss ich bei jedem Projekt einmal Drogen nehmen. Und ganz wichtig ist, ich darf nicht vorproduzieren. Zum einen darf ich nicht vorproduzieren, damit ich nicht in 5 Parts sterbe. Zum Beispiel, ich nehme an einem Tag 10 Parts auf. Da kann ich sie in den nächsten 10 Tagen hochladen. Und es ist wirklich, wirklich blöd dann. Also wenn ich weiß, ich sterbe in 10 Tagen, dann macht es mir keinen Spaß mehr, das abzuladen. Es macht einfach keinen Spaß, das sage ich euch einfach so. Ist mir auch bei Let's Plays eingefallen. Ich habe zum Beispiel Bully zu Ende Let's Played. Dann habe ich diese Parts dort auf dem PC. Ich habe das Spiel schon fertig Let's Played und gar keine Lust mehr gehabt, die Parts hochzuladen. Weil ich wusste, es ist sowieso vorbei und so weiter und so fort. Deswegen zum einen, ich darf, muss jeden Morgen ein Part von mindestens 20 Minuten aufnehmen, aber auch nur ein Part. Mindestens 20 Minuten, kann aber auch länger sein, bis zu 30 Minuten oder sogar 40 Minuten. Und ich nehme gerade, wie ihr seht, fast 5 Minuten auf. Bei euch ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ich habe jetzt ein paar Dings da geholt, ein paar
Eichenholz, die werden wir verkleinern, damit wir ein paar Fackeln erzeugen können. Moment, ah, das ging falsch, verdammt. Also ihr seht schon, es fängt schon scheiße an, aber es wird gut enden, das verspreche ich euch. Deswegen werden wir erstmal ein paar Fackeln zeugen. So, 8 Fackeln reichen nicht, ich werde mal ein bisschen übertreiben, 16 Fackeln so, sollten ganz gut sein. Und ich merke gerade, es wird hier gerade dunkel und das ist alles andere als gut. So gut, die Fackeln haben wir hier. Ah, verdammt, es wird wirklich wieder dunkel. Ich habe nämlich gar keine Rüstung bis jetzt und so weiter und so fort habe ich nicht. Deswegen, ja, wird das ein kleines Problemchen sein, denke ich. Denn das Erste, was wir machen werden, uns erstmal um natürlich... Gott, es wird dunkel. Gott, wird das schnell dunkel. Ist das normal im Hardcore-Modus? Wird das schneller dunkel? Ich habe keine Ahnung. Ich werde erstmal ein paar Fackeln hier setzen. Oh Gott, da will ich gar nicht reingehen, vor allem nicht um diese Uhrzeit. Aber gut, es ist ja noch nicht dunkel. Ich werde erstmal nicht zu weit reingehen, weil man weiß ja nie, ne? Also, es kann gefährlich werden um diese Uhrzeit. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen craften. Das wird der Fall sein müssen, das werde ich sehr, sehr oft machen. Ich werde auch ganz, ganz tief lang craften müssen, damit ich Diamanten finde. Denn Diamanten werden super, super wichtig sein. Verdammt, das wollte ich gar nicht so. Gut, mal sehen. Ich bräuchte erstmal ein bisschen Kohle. Das ist das, was ich gerne haben würde. Bin ich wieder einmal rum? Ich glaube, ich bin einmal rumgegangen. Was zum Teufel? Okay, wir werden weiter reingehen müssen. Ich bin ein Tickchen aufgeregt, muss ich sagen. Und es wird schon dunkel. Ah, verdammter Mist. Ah, ja. Mama mia. Ich renne mal lieber rein. Oh Gott, ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ernsthaft. Ah, ich brauche eine Tür auch übrigens, damit... obwohl, die können ja auch Türen kaputt machen, ne? So, Erfahrung habe ich gemacht. Ich lege mich kurz schlafen erstmal. Haus werde ich mir auch erstellen, was aber dann ein bisschen schade ist. Und zwar, wenn ich mir ein Haus erstelle, wisst ihr, was ich glaube, Leute? Selbst wenn es Tag ist, dann können immer noch Creep... Ja, da brennt schon einer der Schweine. Hilf mir denn, ich brenne! Niemals! Brenn doch, du Schwein! Gut, hoffentlich sehen wir hier keinen Creeper einfach so vor unserem Gesicht. Und da ist schon einer. Vielleicht hat er was fallen lassen. Was denkt ihr? Ich glaube, er hat was fallen lassen. Hey, hallo Schaf, alles klar bei dir? Mein Name ist Danny und ich werde dich ermorden. Yeah, das ist richtig. Gut, gehen wir erstmal zurück in unsere Höhle. Und ich will unbedingt ein bisschen Eisen finden. Eisen, super wichtig. Eisen für Rüstung und für, hier, Eisenspitzhacken. Ganz, ganz wichtig. Denn die Eisenspitzhacken, damit habe ich übel gute Erfahrungen gemacht. Und... Genau, deswegen gehen wir erstmal weiter rein. Und ich brauche ein Schwert, habe ich. Aber aus Holz, das wird die Zombies jetzt nicht gerade so schnell töten. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Übrigens, was mich interessieren würde, was hält ihr von diesem Shader? Oh, Kohle! Endlich! Endlich haben wir Kohle gefunden. Das war das, was ich schon immer mal wollte in meinem Leben. Endlich ist der Zeitpunkt gekommen. So, ah, das ist nur Musik, okay. Was hält ihr von diesem Shader-Pack? Das habe ich gegoogelt. Also, ich habe das ge-YouTubed. Und dann war da so einer, so ein YouTuber. Den kannte ich vorher zwar nicht, aber der hat das ganz gut erklärt, wie man Shader installiert. Ging auch ziemlich fix und ziemlich schnell. Und ich wollte unbedingt Shader haben, weil ich finde, dass normal Minecraft jetzt nicht wirklich so gut aussieht. Sieht ziemlich pixelig aus und ich wollte es ein Tickchen schöner für euch machen. Aber was ich dabei machen wollte, und zwar wollte ich es noch so natürlich halten wie möglich. Deswegen habe ich diesen Shader Pack installiert, ohne Texture Pack. Jetzt sieht es immer noch relativ pixelig aus, aber, oh mein Gott, jetzt wird es hier gruselig. Wir werden nach unten buddeln müssen, Leute, wir werden müssen. Deswegen werde ich ab hier nach unten buddeln in Zweier, hier, wie nennt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. In Zweier Dings da, genau, in Zweier Durchgängen. Ein tiefer und ein geradeaus. Oh Gott, das wird sehr, sehr problematisch. Ich müsste sehr, sehr unbedingt Eisen finden. Das wird quasi eine Pflicht für uns sein, Rüstung zu holen, damit wir nicht so schnell sterben. Was ein kleines Problemchen jetzt hier ist. Und zwar, ich sehe gerade nicht, ob es dunkel wird oder nicht. Und, oh, wir haben wieder, ja, alles klar. Ich mache immer für euch Fackeln lieber an. Ja, wir haben wieder was gefunden. Wenn ich Eisen finde, dann bin ich erstmal glücklich. Wenn ich Diamanten finde, dann lade ich euch auf eine Snickers-Eis-Party ein. Das kann ich euch versprechen. Weil Diamanten sind so selten hier. Vor allem manchmal hat man echt Glück und findet so viele Diamanten. Und ich finde gerade so viele Kohle. Das ist unglaublich. Mittlerweile ist ja auch Kohle extrem oft vorhanden. Wow! Ich glaube, das ist sogar zu viel Kohle, als ich überhaupt wollte. Mann, ist das Spiel höflich zu mir.
Wow. Okay, nehmen wir erstmal alle Kohle hier raus. Und dann geht's weiter. Wenn ich einmal sterben werde und das Projekt bei euch gut angekommen ist, was ihr mir übrigens zeigen könnt, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wie eigentlich bei jedem meiner Videos, und mir in die Kommentare schreibt, dass es euch gefällt, dann werden wir auf jeden Fall ein weiteres Projekt machen, allerdings dann mit Freunden, die auch Minecraft machen, und zwar Minecraft Pixelmon oder, und es ist noch ziemlich hell draußen, ich wollte mich nur mal kurz erkundigen, und genau. Eine Sache, die noch sehr, sehr wichtig für mich ist, die ich noch gerne erwähnen wollen würde, und es ist jetzt wirklich hier Real Talk angesagt, und zwar, das ist kein Minecraft-Kanal. Also ich mache trotzdem noch meine Sachen, die ich immer gemacht habe, Mario Kart Online, die Sachen, die mir Spaß machen und so weiter und so fort. Und Minecraft macht mir natürlich auch viel, viel Spaß. Allerdings ist das hier kein Minecraft-Kanal. Also das ist wirklich nicht nur Minecraft und so weiter und so fort. Nur damit wir ein paar Sachen klären. Nicht, dass irgendwie, wenn ich mal einen Tag mal kein Minecraft machen sollte, wo bleibt Minecraft? Du bist ein Minecraft-Kanal, ich habe dich von Minecraft abonniert und so weiter und so fort. Also, Minecraft wird definitiv kommen. Ich mag Minecraft. Minecraft ist nicht mein Lieblingsspiel allerdings, aber ich mag Minecraft sehr, sehr gerne. Also, es ist wirklich ein geiles Spiel und es ist nachvollziehbar, dass dieses Spiel wirklich so erfolgreich geworden ist. Und ich hoffe, irgendeine Musik kommt, wenn ich ja sterben sollte. Ich meine, bevor es dunkel wird. Und ich sollte nach oben gehen, sobald meine Fackeln ausgehen. Ich würde so gerne gerade Eisen finden, aber es fällt mir gerade ziemlich, ziemlich schwer irgendwie. Warte einen Moment mal, ich glaube, das ging F3. X ist für die Höhe, ne? Ich guck mal kurz. Nee. Oh mein Gott. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es wird noch eine lange, lange, lange Zeit dauern, bis wir die Chance haben, Diamanten zu finden. Falls ihr euch fragt, wieso. Ist es so, dass wir jetzt gerade bei Y 52 sind. Wir müssen aber bei Y 12 sein, glaube ich. Wenn es nicht stimmt, korrigiert mich bitte. Wie gesagt, ich kann alles von euch lesen. Ich darf keinen Part heute noch aufnehmen. Ich muss nur 20 Minuten aufnehmen. Dann darf ich diesen Part beenden. Vorher. Moment mal. Ich habe gerade irgendwas gehört. Ich will aber nicht wissen, was. Ich gehe mal lieber hoch. Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich gestehen, dass es dunkel wird. Obwohl ich glaube, so schnell wird es auch nicht in Minecraft dunkel. Wow, es ist noch total hell. Wow, aber ich habe irgendwas gehört. Das war ein Hund oder sowas. Bin ich der Einzige, der das gehört hat? Ich weiß es gar nicht. Alles klar, machen wir. Oh nein! Ich hab gleich kein Dingser mehr. Meine Axt ist gleich leer, verdammt. Also, jetzt wird's dunkel. Alles klar, vielen Dank für die Animationsspiel. Das passt aber auch, weil das unsere letzte Fackel hier ist. Deswegen werden wir gleich zurückgehen, uns ins Bettchen hinlegen. Und dann würde ich sagen, dass wir weitermachen. Und wie gesagt, ich mache ihn heute ein bisschen länger, 20 Minuten, denke ich. Damit wir gleich beim ersten Part ein Tickchen mehr schaffen. Und ja, ihr könnt auch gerne raten, wie weit ich kommen werde. Oh, ist vorbei. Verdammt. Okay, ich habe keine Axt mehr, glaube ich. Nope, ich habe nur noch diese Dinger. Kann ich kurz ausnutzen. Also, wenn ich wirklich Eisen finden würde, dann würde ich wirklich, wirklich glücklich sein. Aber ich bin mir nicht mehr genau sicher, ab welcher Höhe Eisen kommt. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich Minecraft gespielt habe. Und das ist ja auch ein Mitgrund, wieso ich ein Tickchen schlechter sein werde. Und, genau. Was ich noch sagen wollte, und zwar, wenn ihr alle Folgen von Minecraft Überlebensinstinkt sehen wollt, unten habe ich eine Playlist verlinkt. Da könnt ihr immer und immer wieder vorbeischauen. Jeden Tag. Und da befindet sich immer ein Part. Gut, wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine Zeit jetzt aus. Und während dem Projekt entscheide ich mich jetzt auch, welche Zeit ich nehmen werde. Übrigens, ich brauche erstmal ein bisschen. Gut, wir haben noch zwei Fleisch hier. Die können wir erstmal hier warm machen. Ich denke, ein Kohlestück reicht für zwei Fleisch. Oder auch nicht, dann werden wir ein nur reintun. Moment, das ging so. Oh, verdammt. Ah, Gott, ist das. So ging das, genau. So, das sind jetzt zwei, oder? Ja, es geht, alles passt, perfekt. So, dann werden wir uns ein bisschen mehr erstellen. Denn, wie gesagt, Eisen ist super, super wichtig. Vor allem Rüstung ist super, super wichtig. Nicht nur das, sondern auch Rüstung. Und wenn wir Diamanten bekommen, dann lecke ich euch die Füße. Gefällt euch das? Gibt's doch zu, ihr euch gefällt's. Ich weiß, was euch gefällt. Es gefällt vieles. Eigentlich alles, was ich mache. Wenn das so wäre, dann wäre das schön. Okay, lass uns weitermachen.
Ah, oh, Jesus, ich hab vergessen, Fackeln zu holen. Okay, ich habe so viel Kohle gerade. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Sag mir bitte nicht. Oh, ich habe so viel Eichenholzblätter. Sollte nicht das Problem sein. Und mich nervt es ein bisschen, dass ich renne gerade, weil ich werde super schnell hungrig. Und ich weiß, andere Leute haben nicht das Problem, dass sie Probleme mit dem Hunger haben. Ich persönlich habe das Problem. Also ich werde sehr, sehr schnell hungrig. Das ist leider ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der dieses Problem in Minecraft hat, aber es nervt schon sehr. 32 Fackeln sollten reichen, das sage ich immer, und dann komme ich wieder nach einer Minute zurück. Aber ich denke, das sollte wirklich reichen. Und wo befindet sich die Sonne? Die befindet sich noch irgendwo, die chillt gerade mit dem Mond. Die unterhalten sich über Mars-Eis. Das Mars-Eis scheiße ist und Snickers ist besser. Definitiv. So wie ihr es auch mal tut. Okay, lass uns weitermachen. Okay. Bestes Projekt der Welt. Ever. Stimmt ihr mir nicht zu? Definitiv. Wir nehmen jetzt schon 16 Minuten auf. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist das Eisen? Sag bitte, das ist Eisen. Moment, ich habe gerade Gänsehaut. Ich hasse es, Zombies zu hören. Ja, Eisenerz! Ja! Gott, sieht das hier merkwürdig aus. Wieso freue ich mich eigentlich? Eisen ist gar nicht so selten. Ich nehme kurz Eisen. Oh Gott, habe ich Schiss, Alter. Was ist denn los? Okay, da befindet sich auf jeden Fall eine Höhle hier irgendwo. Okay, ich gehe wieder raus. Okay, ich habe jetzt Eisenerz gefunden und bin glücklich. Okay, Leute, da befindet sich eine Höhle. Wir werden auf jeden Fall erstmal eine Eisenachse erstellen müssen. Und dann werde ich mich auf eine Eisenrüstung einstellen. Und mit dem Essen, was wir machen werden. Und zwar verlieren wir ziemlich, also relativ wenig Essen. Ich weiß nicht, ob die das gepatcht haben. Aber ihr seht jetzt auch gut, es wird hier gerade dunkel. Deswegen werden wir erstmal nicht in die Höhle zurückgehen. Und warten, bis wir uns schlafen legen können. Und ich sollte mal diesen Mist hier ausschalten. Nicht ganz an. Und eine Tür müssen wir jetzt auf jeden Fall. Boah, hab ich mich erschreckt. Ich dachte, was wäre das? So eine Tür ging, ich glaube. Ja, richtig. Wow. Ein paar Sachen habe ich noch in Erinnerung. Und jetzt werden wir. Ich glaube, das ging genauso wie Essen. Hier Eisenerz reintun. Ja, es ist sogar richtig. Das ist perfekt. Wie viel kriegen wir? Erstmal packe ich mal kurz die Tür hier hin, damit keine Zombies reinkommen werden. Denn das kann ziemlich, ziemlich schlecht für uns ausgehen. So. Also wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Es würde mich sehr, sehr unterstützen. Und dann werde ich auch morgen, wenn ich gleich morgen früh aufstehen werde, wieder aufnehmen. Und wir kriegen leider nur einen Eisenbarren. Das ist sehr, sehr schlecht. Moment mal, wie viel haben wir hier? Oh, noch zwei. Das ist gut. Es ist quasi perfekt, weil durch drei dieser Eisenbarren können wir uns... Ich lasse mal Kohle hier ein bisschen drin. Also das können wir sonst nicht gebrauchen. Können wir uns nämlich eine Eisenaxt... Mann, ich muss gucken, wie sich das nennt. Eisenspitzhacke erstellen, genau. So, wir haben vier davon. Das ist perfekt. So, vielen Dank. Eisenspitzhacke. Es wird dunkel. Und ich denke nicht, dass hier Zombies reinkommen können. Oder? Nö, ich denke nicht. Gut, das wird sehr, sehr problematisch jetzt hier. Ich hoffe, ich habe ein Schwert. Ja, habe ich. Soll ich vielleicht nicht mit dem... Ah, eine Box muss ich mir noch erstellen. Eine Box. Super, super wichtig. Boxen, eine der wichtigsten Sachen. Gott, ich hasse es, hier rauszugehen, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir gleich Besuch bekommen. No! Was? Nein! Gott, ich will nicht sterben! Nicht gleich im ersten Bad! Wo bist du? Ich habe keine Rüstung. Ich meine das ernst. Verpiss dich einfach. Verpiss dich. Ich meine das ernst. Ich will mein Projekt nicht beenden. Nicht wegen dir. Wo auch immer du bist. Ich weiß nicht, wo er ist genau, aber... Ich fühle mich echt einsam gerade. Vielleicht hätte ich das Projekt doch mit jemandem starten sollen. Okay, das Projekt, machen wir erstmal alleine. Ich bin mir sicher, mit euch gemeinsam wird es cool. Ich werde dann noch ein paar Livestream-Parts machen, damit wir ein paar Sachen livestreamen können. Das wird sehr, sehr cool sein, weil bei Livestreams ist immer das der Vorteil, dass wir miteinander interagieren können. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, finde ich. Wow, das geht jetzt wesentlich schneller. Und sobald ich sehe, dass wir eine Höhle erreicht haben, werden wir uns erstmal zurück, sage ich ganz ehrlich, verpissen. Weil in der Höhle können wir leider noch nicht... gehen. Ich werde erstmal in die andere Richtung buddeln. Sag mir bitte, hier ist keine Höhle.
Ich werde erstmal keine Höhle besuchen, bin ich ganz ehrlich. Es lohnt sich einfach nur nicht. Wir sind schon noch wesentlich schwach. Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Ernsthaft, Leute. Oh Gott, ich hasse diese Stimmen. Könnt ihr bitte mal aufhören? Hört auf damit. Ich will meine Ruhe haben. Gott, ist das gruselig. Ich habe das Gefühl, dass die hier neben mir sind. Ja, Kohle. Perfekt. Kohle kann ich immer gebrauchen. So. Ich glaube, wenn wir einen kaputt machen, ist es nicht so schlimm. Beziehungsweise ein bisschen in die Höhle reingucken können. Wird nicht so schlimm sein, weil sie ja nicht durch einen Spalt rauskommen können. Es sei denn, es gibt irgendwelche neuen Zombies, von denen ich nichts weiß. Aber wir haben wieder Kohle gefunden. Und das nächste, was wir machen werden, ist auf jeden Fall Bäume züchten. Weil, das denkt man nie, aber Bäume gibt es auch nicht unendlich. Oh, wieso habe ich so Angst? Was ist denn los? Ich habe total Schiss, dass ich sterben werde. Ich will aber nicht sterben, ernsthaft nicht. Ich will unbedingt überleben. Mindestens 10 Parts. Mindestens. Wow. Das wird gruselig. Das wird sehr, sehr schlecht. Oh, ich dachte, das war irgendwas Interessantes. Ist es aber leider nicht. Manchmal findet sich Erde an so einem komischen Ort. Ich will aber Eisen finden. Und jetzt wissen wir wenigstens, wie Eisen hier in diesem Shader-Pack aussieht. Und ihr seht schon, wie viel ich gegraben habe. Und wie viel diese Eisenaxt ausgehalten hat. Und wenn wir von Eisenäxten reden, dann will ich gar nicht anfangen von... Einmal mal. Wir sind 35, das ist ganz gut. Ich glaube, je tiefer wir kommen, desto öfter sollten wir Eisenäxte finden. So, was ich sagen wollte, wenn die Spitzhacke, das ist ja keine Axt, das ist eine Eisenspitzhacke. Ich sag die ganze Zeit Axt, ich weiß nicht wieso. Wenn die Eisenspitzhacke lang genug hält, schaut euch mal an, wie lange eine Diamantenspitzhacke hält. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Und deswegen, oh, ich würde mich so freuen, wenn ich Diamanten finde. Was aber ein kleines Problemchen ist. Und zwar findet man meistens wirklich nur selten so Diamanten. Und man kann sich nie entscheiden. Man hat dann Diamanten. Soll ich mir eine Diamantenrüstung erstellen? Soll ich mir ein Diamantenschwert erstellen? Und so weiter und so fort. Und ich werde mich, wenn ich Diamanten finden werde, erstmal für Diamantenrüstung entscheiden. Weil, ja, Rüstung ist für mich sehr, sehr wichtig. Denke ich persönlich, Rüstung ist eigentlich das Wichtigste. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt die mir ruhig in die Kommentare. Und nachdem wir jetzt ein bisschen tiefer hier gegangen sind und ein bisschen hier Eisen gefunden haben, denn das ist gerade für mich das Wichtigste persönlich. Für mich persönlich. Ja, perfekt. Super. Geil. Das war das, was ich finden wollte, als ich die Aufnahme gestartet habe. Vielen Dank für das viele, viele Eisen, damit ihr kurz sehen könnt. Ich habe mir das Gefühl, die Aufnahme ist ein bisschen dunkler. Ihr werdet nicht so viel sehen wie ich. Ich weiß selber nicht, woran es liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, YouTube macht das Video dunkler. So, jetzt sind wir hier und wir werden aber geradeaus nach unten gehen, damit ich hier gut hoch kann. Werden wir hier ein bisschen kaputt machen. So, weiter geht's. Habe ich ein bisschen Eisen gefunden. Das war jetzt 8 Stück schon. 8 Stück, was? Wir haben 8 Stück gefunden. Machen wir weiter. Ich bin extrem süchtig nach diesem Graben. Das macht so viel Spaß. Wenn man einfach nie so wirklich sicher sein kann. Wir sind schon bei minus 23. Wow, geht das schnell hier. Alter Schwede. Nein, das sind keine Diamanten, oder? Nein, das sind keine Diamanten. Nicht. Oh. Oh, Diamanten sind blau. Gut, ich habe mich nicht so gefreut. Smaragde. Moment mal. Smaragde, wozu sind die genau da? Das Einzige, was mir das sagt, ist, dass ich mal gerne wieder Pokémon Smaragd spielen würde. Aber was anderes sagt es mir leider nicht. Vielleicht sollte ich mir hier eine Höhle machen. Naja, es wäre ein bisschen lang. Oder vielleicht sollte ich mir hier ein kleines Häuschen machen. Und ich verlasse mich gerade extrem auf das Spiel, dass die Musik anfängt, wenn es dunkel wird. Und wir sind jetzt bei minus 18 angelangt. Bei minus 18 haben wir haben noch 16 Fackeln. Wow. Okay. Ich find's auch cool, wie es so hell aufleuchtet, wenn ich irgendwas kaputt mache. Yeah! So grabe ich auch immer. Wenn ich mal grabe. Moment, ich grabe nie eigentlich. Verdammt, meine Eisenspitzhacke ist gleich kaputt. Ist alles andere als gut. Vielleicht sollten wir uns hier einen Raum craften. Mit einem Bett und so weiter und so fort. Haben wir denn... Wir haben genug Wolle dabei. Haben wir... Nein. Doch, wir haben genau Eisenholzblätter dabei. Wir können hier schlafen. Wir können hier schlafen. Wir müssen ja nicht wieder nach oben. Wir gehen erst später nach oben, okay? Wir bleiben erstmal hier die erste Nacht hier. Damit wir, ja, hier es genießen können. Und wir nehmen schon ziemlich lange auf. Also schon längst über der Grenze, die ich aufnehmen muss. Ich werde mir hier einen kleinen Raum machen, damit ich nicht jedes Mal nach oben...
oben gehen muss. So, ich werde erstmal kurz so. Und habe ich noch eine Eisen... So ist es. Hier ist es. So. Wenn wir noch kurz zumachen hier. So, dann werden wir weitergraben. Aber das erste, was wir uns erstellen werden, zum einen eine Werkbank. Diese Werkbank brauchen wir hier natürlich, um alle Sachen zu erstellen, die wir gerne haben wollen würden. Das Essen reicht überraschenderweise wirklich übertrieben. Also hätte ich nicht gedacht. Und wir haben sogar genug von Ofen, wir haben genug Kohle. Wir müssen gar nicht mehr hoch erstmal. Das ist sehr, sehr gut, damit können wir viel Zeit sparen und viel, viel schaffen. Wozu man Smaragde braucht, bitte schreibt sie mal in die Kommentare. Ich bin mir nicht genau sicher, wozu man sie braucht. Gut, das erste, was ich mir erstellen werde, ist eine... ein Bett. Erstmal ein Bett, damit ich schlafen kann. Wie wär's damit? Erstmal ein Bett. So. So, da können wir hier auch gleich schlafen. Das wird sehr, sehr gut sein, weil ich denke... Es ist schon dunkel. Aber ich hab das Gefühl, die können von oben kommen, ne? Ich mache mir hier kurz die Wand zu, damit keiner hier reinkommt. So, ich denke, das müsste reichen. Und wir können noch nicht schlafen, es ist noch nicht nachts. Deswegen werde ich jetzt mal weiter in die andere Richtung jetzt buddeln. Wir sind jetzt gerade bei minus 14. Das bedeutet also, wir buddeln noch ein bisschen runter. Okay, Moment mal. Was mache ich da? Verdammt. So, genau. Wir bauen uns kurz einen Ofen, damit wir hier schön was kochen können. So, diesen Ofen werden wir benutzen, um die Eisendings da reinzutun. So, jetzt werden wir in der Zeit so lange unsere andere Spitzhacke benutzen, damit wir die ja auch irgendwie, ne, einsetzen können. Und, oh, wir haben Redstone gefunden. Ich glaube, Redstone kann man nur mit Eisen, ne? Müsste eigentlich. Ja, ich glaube, Redstone kann man nur mit Eisen zerstören, also bekommen. Das ist das, was ich noch weiß. Deswegen, ja... Das wird eine lange Reise, würde ich euch auch sagen. Ja, ganz genau, das würde ich sagen. Wow. Ich kann es nicht glauben, dass ich das hier tue gerade. Ernsthaft nicht. Wir sind jetzt bei minus 12, 11. Ab hier, ja, ab hier müssen die kommen. Ich hol mir kurz meine Dings da. Meine Eisen. Meine Eisenbarren. So, dann nehmen wir das. Nehmen wir zwei davon. Und nehmen die Eisenbarren. So, wieder eine Eisenaxt. Vielen Dank. Das ist das, was ich am Anfang der Aufnahme wollte. Und jetzt können wir in alle Richtungen buddeln. Es lohnt sich allerdings nicht. Oh Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Ich dachte, ich habe Diamanten gefunden. Aber ich glaube, Diamanten sind hellblau. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube aber, die sind hellblau. So, machen wir mal hier. Oh, das ist ein Smaragde. Oh Gott, ich habe immer so Schiss, dass wir... Wow. Ich denke immer, wir finden Diamanten oder sowas, aber... Das ist ja auch unwahrscheinlich, ne, dass wir gleich Diamanten hier finden. Gleich beim ersten Mal vor allem. Was haben wir? Okay, wozu ist das? Gott. Ich weiß gar nicht, wozu alles ist. Noch ein paar Smaragde. Smaragde scheinen aber auch nur einzeln zu kommen, weil... Meistens ist es ja so... Wir finden Eisen. Wir finden auch gleich 8 Stück oder sowas, wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier finden wir irgendwie aus irgendeinem Grund... Gut, ich muss gar nicht weiter buddeln nach unten. Was mache ich da eigentlich? Schwachsinn. So. Ich will auch gar nicht so viele Wege buddeln. Ich werde einfach gerade ausbuddeln. So, nachdem wir uns jetzt darum gekümmert haben, gleich gehen wir wieder nach oben. Das werden wir im nächsten Part machen. Und dann werden wir Tiere züchten. Das ist super, super wichtig, damit wir nicht verhungern. Kohle brauche ich erstmal nicht. Brauche ich nicht aus dem Grund, da ich schon genug habe. Wie ihr gerade seht. Sehr, sehr viel habe ich sogar, zu viel. Am Anfang habe ich immer Sorge, dass ich Kohle nicht finde, aber mittlerweile... Ich glaube, als Minecraft neu rausgekommen ist, hat man Probleme mit Kohle gehabt. Das haben die dann irgendwann gepatcht. Da kam Kohle so oft, das war unglaublich. Deswegen... Ja, was ist das? Was? Diamanten! Im ersten Bad! Wie selten sind sie? Die sind doch... Ich muss gucken, ob wir mehr haben. Ob da mehr sind. Sag mir bitte, wie... Sag mir bitte, es gibt mehr Diamanten. Nein! Das war der einzige! Bitte, mit einem kann ich nichts anfangen. Ich werde einfach mal rumbuddeln. Diamanten sind doch das, was ultra selten ist, oder nicht? Aber das kann doch nicht sein, dass ich nur einen Diamanten gefunden habe. Bitte! Gleich am
alle 200 Parts überleben. Ja. Gib mir das. Gib mir die Schaufel. Wow. Wir haben Diamanten gefunden. Alter. Ist das nicht ultra selten? Lass mich mal in die Kommentare. Ist das nicht ultra selten? Aber im ersten Part. Ich muss mal kurz weiter buddeln. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch mehr. Haben mir ein paar damals von euch den Tipp gegeben. Redstone brauchen wir nicht erstmal. Beziehungsweise können wir auch noch was damit ein bisschen dumm spielen dann später. Nehme ich mal mit. Jetzt wird es dunkel. Jetzt können wir uns gleich schlafen legen. Wow. Wir haben Diamanten gefunden. Im ersten Part. Sind die irgendwie... Sind die irgendwie jetzt nicht mehr so oft da wie beim letzten Mal? Also wie damals? Gibt's die jetzt öfter oder was? Sind die öfter vorhanden oder wie? Ich habe keine Ahnung. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Ihr seid hier die Minecraft-Experten. Mehr Experten als ich, würde ich schon sagen. Wow. Unglaublich. Wir haben... Alter Schwede. Ich bin... Oh, das macht so süchtig. Man will einfach... Man hofft sich einfach. Leute, wir müssen unbedingt Livestreams zusammen machen. Wir müssen. Dann hatte ich noch eine Frage. Und zwar, es kommt mir gerade hier so wie im Forum vor, irgendwie bei Gute Frage oder bei, keine Ahnung, welchen Foren ihr so unterwegs seid, dass, irgendwie ich Fragen stelle und ihr sie beantwortet. Gut, es reicht, gut. Wir haben zwei gefunden. Was können wir mit zwei Diamanten erstellen? Ich überlege gerade. Ich schätze mal aber irgendwie nix. Oder das nehmen wir kurz mit. Ich weiß zwar nicht, was genau das sein soll. So. Das war's für diesen Part bei Minecraft Überlebensinstinkt. Bester Name ever. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der erste Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich darf heute leider nicht mehr weiterspielen, sondern morgen erst wieder. Dann nehme ich so einen 20-Minuten-Part auf. Den ersten Part habe ich extra ein bisschen länger gemacht. Im nächsten Part werden wir uns darum kümmern, dass wir Partiere züchten und so weiter und so fort. Und ja, herzlichen Dank fürs zu Ende schauen. Nein, das wollte ich nicht. Mittlerweile ist so eine Twitch-Stream-Funktion verfügbar. Finde ich total krass, aber will ich eigentlich, also benutze ich auch gar nicht so wirklich. Deswegen bitte abbrechen, vielen Dank. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Gefällt euch, bitte teilen, bewerten, in die Kommentare schreiben, über was wir alles gesprochen haben. Das würde mir sehr viel bedeuten, weil ich denke, es gibt viel, viel größere Minecraft-Experten als mich. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Projekt hält. Und dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen und sage wie immer, nur noch 3, 2, 1.